Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 3. Ja, wir haben in den letzten Folgen den Schmuggelhandel übernommen. Oh, warte, warte, ich muss schnell das Geld abgeben. Aussteigen. Schnell, schnell, schnell. Wehe, du verlierst das. Gut. Und können jetzt wieder mit Donovan zusammenarbeiten. Alter, die Alte hat mich schon wieder angerammt hier. Bisschen schneller da vorne. Wir können jetzt wieder mit Donovan zusammenarbeiten, um Pagani zu töten. Alter, die Alte zieht ordentlich hinterher hier, wa? Der Karte, der grüne Punkt ist eigentlich rechts hinter mir. Die ist wirklich rechts hinter mir. Alter, die ballert ja genauso wie ich. Da kommt sie. Alter, die fährt ja bescheiden. Holt mich bestimmt gleich wieder ein. Das ist hier kein Rennen in der Stadt, Mensch. Wow. Toll, weil ich auf die Karte geguckt habe. Oh, er hat sich was gebrochen. Es tut mir leid. Ich wurde gejagt. Ich habe Angst. Donovan, wo sitzt du denn jetzt hier? Bei Eski. Ah. Hast du dir jetzt ein neues Versteck gesucht? Nicht mehr in deinem Motel? Ah, da parkt er. Yo, Donovan. Ich habe ein Gespräch abgehört zwischen Mr. Frank Pagani und Tommy Marcano. Als erstes hörst du die Stimme von Frank. Scheiße, was soll das heißen, Beck? Er ist reingekommen und hat alle umgebracht. So eine verdammte Sauerei. Ich habe Sal noch nie so angepisst erlebt. Du kommst schleunigst wieder her, ist das klar? Ach, Sal ist angepisst? Und was ist mit mir, hä? Ich reiß mir hier meinen Arsch auf und jetzt soll ich die Scheiße auch noch erledigen. Ich hab dir gesagt, ich regle das und das werde ich auch machen. Wenn du hier bist und Ruhe eingekehrt ist, bringe ich alles wieder in Ordnung. Das möchte ich dir auch geraten haben. Mein Boot legt in ein paar Minuten ab. Ich mach noch ein paar Sachen fertig. Dann fliege ich so schnell wie möglich zurück. Ich hab mich bei der Hafenbehörde erkundigt. Die Tanager wird jeden Augenblick zurückerwartet. Frank ist ein gerissenes Bürschchen. Ich habe keine Ahnung, wo er hin will, wenn er wieder in der Stadt ist. Sein Auto ist aber immer noch auf der Tanager. Und soviel ich weiß, liebt er die Scheißkarre über alles. Also wenn ich aufs Boot komme und das Ding hier anbringe, können wir seiner Karre überall hin folgen. Das Modell haben wir auch gegen die Sowjets eingesetzt. Es hat einen Quecksilbertrigger. Wenn du ein Signal hast, einfach hinterherfahren. Okay, sobald ich das Ding an sein Auto geklebt habe, nehme ich den Rest von seinem Viertel auseinander. Kein Bock auf halbgare Zustände. Frank weiß deine Gründlichkeit bestimmt zu schätzen. Das wäre auch keine Zeit für mich gewesen, Alter. Alle nur am Rochen, wenn du vor allem in so einer Karre da drin sitzt. Er ist ja widerlich. Kriegst ja keine Luft. Vor allem das Ding hat ja auch keinen großen Abzug. Siehst du es irgendwo rausdampfen? Nö. So, wir gucken nochmal. Jo, da ist es. Machen wir da gleich hin und werden dann mal gleich mal ich hab mich festgefahren. Oder auch nicht. Bang up. Ich dachte gerade, ich hab mich festgefahren endgültig. Ja, was sind das hier für Strecken? Ich hab das Stoppschild überfahren. Wortwörtlich. So. Also heißt jetzt GPS, es ist aber, wenn du überlegst, heute GPS-Sender. Oh. Folgen die mir jetzt? Noch gehört der Hafen nicht mir. Die hoffentlich gleich ändern. Deine Brieftasche in meinem Büro vergessen. Dich zur Tanager. Und wo Grünau ist die? Die ist hier. Und einfach drumherum stolzieren. Schwimmen. Was
gucken, ob wir hier vielleicht... Kommst du da hoch? Ja, du bist übelster kampferprobter Super-Ninja-Typ. Kannst nicht mal einen Container hoch. Das wäre so abgekürzt. Hallo. Könnten wir so abkürzen? Wenn du arbeitest, mach dich ran. Wenn nicht, verpiss dich von meinem Dock. Ich gehe weh arbeiten. Ja, unbefugtes Betreten ist ja nichts Neues für uns, wa? Habe ich genug Muni? Oh ja. Grenzwertig, aber... Für die Pfeifen müsste es reichen. Das heißt, wir Schießerei jetzt riskieren oder versuchen wieder sneaky ein bisschen durchzulaufen? Was, wenn die Typen da jetzt noch ein bisschen weiter da ihre Würfelspielchen machen? Nur ein? Mal in die nächste Ecke. Von hier aus können Kinder kommen. Na toll. Ist auch eine Sackgasse. Hier rein, hier komme ich auch nicht rein. Na toll. Ist genauso eine Sackgasse wie das andere Ding auch, ey. Oh. Kann ich hier oben drauf? Auf den Container, dass ich dann sage von da oben, hey... Guten Tag. Ja, sieht so aus. Alter, geh da rüber. Geht doch. Wir müssen ja eigentlich da lang. Muss ja gar nicht. Damit ich dich sehen kann. Wenn ich dich finde, bist du verflucht nochmal tot. Bist du das Drecksack? Sterben wie die Fliegen! Ich geh in Deckung! Ich geh bloß mal ein bisschen weiter nach hinten in Deckung, dass wir bloß in der Richtung kommen können. Alter, was steckst denn du von dem Kaliber ein, ey? Da lädt wer nach. Ist hier. Er schlachtet uns ab. Der macht uns fertig. Ja. Gut, Ding will Weile haben. Oh, ich dachte, den hätte ich schon weg. Muss ich gerade mal Maus nachfassen. Warte. Mann! Ach, ich hätte mir meine M4 holen können. Verdammt, habe ich vergessen. Wie komme ich jetzt da hoch? Komme ich jetzt hier schon hoch? Nö. Da hinten. Ich muss noch in deren Richtung laufen jetzt hier. Ja, ja. Lange an Bord, ja, das wüsste ich doch. Hat jemand gesehen, wohin er verschwunden ist? Ich finde das so geil. Wie gesagt, die KI ist manchmal ein bisschen scheiße. Was so Deckung und wesentlich angeht, aber. Oh. Ich hab nichts gesagt. Oh, meine Inkompetenz. Aber, find's lustig. Aber wenn die, genau, wenn KI jetzt zu stark wäre, wäre auch kacke, ey. Alter, in dem Schiff rumballern, schon was von Querschlägern gehört?
Kommen wir nicht einfach runter, wa? Nee. Auf jeden Fall fordert der Kerl Frank zu einem Rennen um die Papiere raus. Aber dann kriegt das Arschloch Muffensausen und tritt. Da ist was los! Wir gehen jetzt mal kurz. Nee, da komme ich nicht hoch. Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt mal da kurz hoch. Die denn? Unter uns? Entkomme. Na, das klingt ja schon wieder gut. Das klingt ja schon wieder so jetzt nach, moch, die haben jetzt alle mitbekommen, du hast da was ran gemacht. Ja, wir holen jetzt einfach mal direkt ab, warte, das ist ja easy going. Oh, oh. Hi. Hi. Ich will kurz um die Ecke, ich will kurz um die Ecke, ich will kurz um die... Ja, ja, ja. Ich will da rein. Lass, luft doch, Mann, Alter, luft doch die beschissene Treppe hoch, Mann. Auf die Entfernung brauchst du mit mir in der Schrotflinte nicht kommen. So, ich fliehe. Weg von hier. Mein Kfz steht ja einsatzbereit da. Kann man nämlich gleich abdampfen. Hab ich jetzt keinen Bock, mich hier wieder mit denen anzulegen und dann... Wie sind nämlich wieder ein paar mehr. Naja, mit denen, die noch auf dem Schiff sind, aber... Entkomme auch mal, das kriegen wir hin. Tschüss, tschüss, tschüss! Bin entkommen. Und dann dürfen wir jetzt so wohnen. Na, falscher Knopf. Ja. Bin doch entkommen. Soll ich jetzt nicht nochmal zu Donovan oder irgendwas fahren? Oder wer ist denn jetzt unser Ansprechpartner? Was ist das? Mich veräppeln? Ja. Boah, Autodiebstahl oder wieder ein Bruder tot? Ein alter Freund ist in der Bürgerkrise geraten und braucht deine speziellen Fähigkeiten. Geh hin und hilf ihm. Boah, Autodiebstahl. Wollen wir das mal machen? Ja, ist gleich hier. Warum nicht? Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas wie, hey, wurde ausgeliefert, aber ich glaube, da müssen wir jetzt noch ein bisschen was nebenbei machen, damit das dann da weitergeht. Mom, Mom. Wie? Hier rein? Tür war offen. Moin Leute, was geht denn ab hier? Ich habe gehört, hier werden Autos gestohlen. Ich würde gerne ein bisschen was mit dran verdienen. Was haltet ihr ein Dorfhorn, hä? So 30% von allen euren Einnahmen wäre gut. Ja, ich sehe schon. Bist du der kranke Wichser, der sich um Junior Holland kümmern wird? Na logisch. Soll doch gleich wieder gehen, Lady. Ganz ruhig. Hab's nicht so gemeint. Ich bin Gina Kowalski. Mein alter Herr und ich haben mit Junior Autos geklaut, bevor er sich entschieden hat, uns abzuservieren und mit Bacano weiterzumachen. Und wo steckt dein alter Herr? Ist Ostern im Knast gestorben. Oh. Sorry. Hätte sich nicht schnappen lassen sollen. Junior schmuggelt Autos über die Best Oil Tankstelle. Er hat da ein paar Profis, die ihm Luxuskarossen anliefern. Und ganz nebenbei bringt er auch noch geklauten Sprit aus der Raffinerie unter die Leute. Wohin gehen die Autos? Ein paar verkauft er hier. Aber bei all den vermissten neuen Autos in letzter Zeit ist Junior wohl gerade dabei, eine Lieferung aus der Stadt zu schaffen. Wenn er Leute auf der Straße hat, bringe ich die zum Reden.
Vielleicht finde ich sogar raus, welche Profis für ihn arbeiten. Wir sehen uns, Gina. Juniors Jungs sind harte Brocken, aber du musst was aus denen rauskriegen. Ach, das kriegen wir hin. Oh, Kurier. Juniors Kurier liefern diese Autos zu Übergabepunkten in den Tickwurf. Schalte diese Kuriere aus, um Nachschub. Okay. Kuriere. Ach, ich wollte gerade sagen, mein Auto steht doch hier. Da direkt jetzt. Ja, gucken wir, was ist das hier? Oh, Belohnung ist groß. Geht. Guck mal, Belohnung, da fahren wir doch gleich hier hin. Oder gleich um die Ecke in. Mal vorsichtig rückwärts probieren. Nicht, dass ich noch einen Kratzer in meine Motorhaube kriege. Oh, scheiße. Na egal. Was ist jetzt um die Ecke hier noch? Entschuldigung. Ein bisschen mit der Tür ins Haus gefahren. Oder dass wir vielleicht schnell abhauen können. Also ich hoffe jedenfalls. Habe ich genug Money? Wir können nochmal gebrauchen. Ich bin den Tech vor. Bin so ziemlich mit allem knapp. Komme schon, nur einen Augenblick. Na klar, oh, mach ganz entspannten. Ich würde gerade sagen, bleibst du jetzt da vorne stehen, dann hätte ich, da wäre ich jetzt nicht vorgekommen. Dankeschön. Irgendwas dabei, weil du brauchst. Sag mir mal, was du hast. Und? Ach, genau. Mein Baby ist ja wieder da. Mein Baby? Ich will es gucken. Ja, guck mal, Schaden macht die nämlich deutlich mehr. Gib mir das, Alter. Geile Scheiße. Yeah. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Ach du Scheiße. Ja, sind da viele Leute drin. Ist kurz mal urinieren oder kratzt du dich bloß an deinem Bart? Ich würde hier nämlich nebenbei gerne das Ding hier nochmal ein bisschen manipulieren. Ja, genau. Wenn es nicht gefährlich genug ist, dann muss man nebenbei noch hier ein bisschen was machen. Ja, war das. Mit irgendeine hübsche Blonde, die hinterher gepfiffen. Kuckuck. Hab gelogen. Ist da jemand? Hm? Ja, hier. Ist mir ein verdammtes Vergnügen. Kann ich da jetzt... Was ist denn, wenn ich jetzt hier mal so... Alter, 1, 2, 3, 4, 5. Alter, die Autos sind wir alle zerstören. Ich mache hier drüben weiter. Ja, mach mal. Noch einer? Gut. Ich hab da drüben was gehört. Nicht checkt der das links nicht. Da ist der! Dämliche Hund hat sich killen lassen. Okay, suchen wir woanders weiter. Wird das nicht gecheckt? Komm, 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 schnell ran, 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 ran. Keiner hat ihn gesehen. Boah, Alter. Dass das noch gut ging? Hätte ich ja nicht gedacht.
Wie er sich da auch gegenschmettert. Alter, hier stehen so geile Autos. Bevor ich die zerstöre, setze ich mich rein in der Hoffnung, dass ich die dann kriege. Ich verschanz mich. Das war nicht schlecht, behaupte ich jetzt mal ganz frech. Ich seziere dich wie einen toten Frosch. Als du im Unterricht war. Schleich dich um ihn herum. Warte mal, ich will gerade sitzen auf der Couch. Nice. Dürfte es gewesen sein, oder? $500, $1000. Und das, was wir von denen noch nehmen können. Alter, ich setze mich jetzt erstmal noch in alle Autos rein. Ja. Einfach nur in der Hoffnung, dass wir dadurch vielleicht was freischalten. Alter, wir kriegen Geld. Geld. Na, wenigstens bist du weich gestorben, ne? Vielleicht auch nochmal kurz nehmen. Okay. Ich will meine Waffe lieber haben. So. Wollen wir uns da reinsetzen? Alter, geil. Oh, halt Muck aus. Ich stelle mal hier mal mit dahinter. Wenn wir so viele wie es geht zusammen haben. In dem habe ich ja schon mal gesessen, wa? Den hatten wir. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das was bringt, dass man, ob man die Karren dann so kriegt noch dazu oder nicht. Machen wir nämlich ein mächtiges Badabum hier mit dem Fässchen und dann ist gut. Mal den haben wir ja. Alter, der hat aber auch. Stellen wir ihn quer dahinter. Oh, der dahinter sieht geil aus. Die schönen teuren Autos, ey. War eigentlich eine Schande, ey. Naja. Was soll's. Ja, es hat auch was, finde ich. Es ist auch ganz nice, ne? Ja, das war nicht nur die ganzen Spritdinger. Ach, wisst ihr was? Siehst du den? Den da hinten hat es nämlich schon nicht mehr erwischt. Doch. Ich find's witzig. Oh, das Ding ist auch geil. Mano. So schade um diese ganzen schönen Autos. Der weiße, finde ich, hat sogar was von BMW, ne? Kann das sein? Umfragen immer besser da. Der Befürworter der Rassentrennung liegt jetzt bei 19% der Stimmen. Er ist überzeugt, den Süden für sich zu... Der Befürworter der Rassentrennung. Wie gesagt, das Ding, finde ich, sieht aus wie von vorne ein bisschen wie so ein BMW, ne? Nein, falsch rum. Ganz dicht ran und dann holen wir uns noch den anderen und dann ist gut hier. Okay, ach, hier ist ja noch einer. Mann. Erst den. Halt den, lassen wir. Stopp, lass ihn. Ach, wisst ihr was? Steck aus. Boah, geil. Ach, wisst ihr was? Schieß drauf und gut ist. Hier sind die Fässchen.
tut mir leid. Es tut mir so leid. Ganz ehrlich. Ganzen geilen Kern. Naja. Wir gehen mal zu unserem schönen Baby. So. Dann ist der hier noch näher dran, würde ich ja fast meinen. Ja gut, näher dran ist jetzt auch vielleicht übertrieben, aber... Wir müssen eh abfahren. Oh, die schönen Sportwagen, das ist so traurig drum, ey. Ups, hier muss ich jemanden töten. Ja Leute, aber den töten wir in der nächsten Folge von Mafia 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine der zukünftigen Folgen mehr. Und ihr unterstützt mich und meinen Kanal. Haut rein, bis zum nächsten Mal.